Die Amerikaner wollten ein weiteres Ausbreiten des Kommunismus in Südasien in jedem Preis verhindern. Vietnam war für sie ein wichtiger Dominostein, den man unbedingt halten musste, wenn man nicht die Kontrolle über die ganze Region verlieren wollte. Napalm ist Benzin, das durch Zusatzstoffe zerfressig wird und sich als Brandwaffe eignet. Da Napalm nicht mit Wasser gelöscht werden kann und eine hohe Hitze entwickelt, besitzt es eine sehr hohe Zerstörungskraft. Agent Orange ist ein Entlaubungsmittel, welches unter anderem im Regenwald Vietnams eingesetzt wurde. Da das Mittel mit einem hochgiftigen Dioxid belastet war, gibt es bis heute etwa 1 Million Menschen, die an dem Einsatz von Agent Orange leiden. Die Demonstranten setzen sich gegen den Einsatz von Waffen und gegen den Krieg ein. Viele junge Männer flohen nach Kanada, um nicht nach Vietnam geschickt zu werden. Für sie war der Krieg einfach nur sinnlos. Die Blumen gelten als Zeichen der Liebe, Versöhnung, der natürlichen Schönheit, Vielfalt der Freiheit und des Friedens. Sie kann nur wachsen, wenn Frieden herrscht. Es ist Frieden zwischen Vietnam und der Vietnamkrieg ist zu Ende. Kissinger meinte damit, dass die Gesellschaft der USA durch den Vietnamkrieg gespalten wurde. Befürworter und Gegner des Krieges redeten nicht mehr miteinander und es kam zu unterschiedlichen Formen des Protestes.